Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe als Burg rein. Welcome to Nova. Okay. Ich habe gedacht, man kann ja Duel Lane spielen. Aber dann geht Duel Lane halt nicht. Dann spielen wir ganz normal. Gucken mal. Pyro ist stark. Er ist auch stark. Wir haben schon dicke Tanks auf jeden Fall. Dann brauche ich ihn nicht. Seeschlange ist gut. Ja, Masken, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte gern den. Wir machen es mal ganz kurios. Wir nehmen mal die Masken raus und nehmen ihn mit. Und jetzt knallen wir hier mal ein bisschen weiter hinten. Erstmal ein Pyro rein. Damit wir hier nicht so lange überlegen müssen. Jedenfalls, wir beide sind Burg. Das heißt, wir gehen aufs Late Game. So, Pyro gegen Pyro. Hier drüben ist eine Priesterin. Ja, ich habe ein Pyro. Du hast keinen. Aber guck, er hat auch zum Beispiel die Stufe 1 Einheit nicht genommen. Stattdessen die Blume. Er hat dicke Dinger. Aber ich glaube, also wenn wir die jetzt mit reinzählen, hat er nur ein was so wirklich viel Schaden macht. Hat mächtig Tanks. Ich knüppel auch eine Schnecke rein, was soll's. So. Wir wollen auf jeden Fall eine bombige Tankline bauen. Hier was hin platzieren. Ich möchte dann hier auf jeden Fall die Piraten haben. Na, mal sehen, ob ich noch den rauskriege. Ja, ging noch. Sehr gut. Ah, der Pyro macht alles weg. Schon Worker. Hab eine Schnecke bekommen. Hätte letzte Runde schon Worker holen können. Naja. So ist das. So, Frontline würde ich hier dann hier nur eine Yuzora hinpacken. Das können wir machen. Nehmen wir Seeschlange. Yuzora hinpacken. Den Dachs haben wir auf jeden Fall. Ihn haben wir noch. Und da habe ich von allen etwas dabei. Das ist schon stark. Zwei Worker holen. Ja, jetzt. Okay, hat auch einen Piraten hingestellt. Aber wir warten mal ab auf die 6. Wir könnten ihn bei der 6 dann, wenn wir ein bisschen Stich schicken, vielleicht überraschen. Ich hätte nochmal neu gerollt. Aber genau das gleiche noch behalten, wie es aussieht. Crawl, Blume, ja. Warum nicht? Ist sehr gut getimt. Er fängt das jetzt ab. Und er konnte schon schießen. Ich hau trotzdem die Boot rein einfach. Die Blut ist schon nicht schlecht.
Oh, da können wir einen Haufen Pyros draus machen. Schnecke mit rein. Kommt wieder noch eine Schnecke. Und Doppel-Upgrade. Er hat schon den großen. Ja, gut, dann weiter King aufwerten. Oh, er ist durchgekommen. Ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen Stich reinschicken sollen. Ah, nicht so wild. Ich will jetzt auch keinen Walker, weil ich den DAX hinstellen möchte. Den würde ich sogar ganz vorne hinsetzen. Weil die Yosora auch eine leichte Verteidigung hat, genau wie er. Wenn ich hier hinpacke. Mir bringt das nichts, jetzt irgendwas zu machen. Höchstens auf 9. Auf 9 könnten wir was reißen. Ich zumindest. Ja, er vielleicht auch, wenn er ein bisschen mit Blut reinhaut oder so. Das Aufprallschaden. Yes, my lord. Yes, my lord. Naja, so ein Heiler nicht. Noch nicht zumindest. Bis jetzt ist es erstmal nur der Pirat. Nur der Pirat. Ja. Ist ja so. Noch ist kein Healing da, aber es kann gut sein, dass das noch kommt. Ich hab das Gefühl, dass gerade die Piratentypen mit Healing eine unheimlich beliebte Combo sind aktuell. Es wird so viel gespielt. Was können wir denn reinhauen? Auf jeden Fall so ein bisschen von allem. So, jetzt stellen wir den Ochsen hin und mache ich hier einfach noch einen. Nächste Wave kann ich dann den Piraten im besten Fall aufwerten. Nächste kommt noch mit rein. Ja, schickt auch immer mehr. Die Blut ist schon mal down. Piraten sind down. Zeus hat er hingestellt. Ja, es wird nichts. Aber die Katzen heilen sich auch hoch. Wegen noch Turtle. Ist anfällig für magischen Schaden. Okay, wir müssen noch ein paar Waves abwarten. Wir sind noch nicht so stark. Ja, ich kann rein theoretisch hier dann noch eine Line mit Zeus machen.
Ja, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, aktuell was zu schicken. Ich sollte erstmal den King weiter aufwerten. Und dann gucken, dass wir auf. Die machen auch nur Echo-Sense, wie es aussieht. Also jede Runde so ein bisschen Scheiße gekriegt. Ein bisschen Scheiße und eine Aufwertung. So, jetzt haben wir hier den nächsten Pyro rein. Die Beförderung macht am meisten Sinn. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, okay. Könnte ein bisschen knapp sein. Den habe ich mir weggenommen. Ah, auf was könnten wir schicken? Auf 13. Auf 13. 13 ist gut. Da kommt er hier gut durch. Auf den. Die machen nicht so viel Schaden. Das ist gut. Die Zeus sind zwar dann da. Aber das war's auch schon. Wenn du langsam schreibst wegen der Katze, ist das okay. Also meint er jetzt meine Katze, die schläft gerade im Körbchen. Die macht jetzt hier erstmal nichts. Ich glaube, ich werte ihn auf. Und die anderen Katzen sind da drüben. Oh, jetzt hat er mal ordentlich geschickt. Aber ich habe ganz gut aufgebaut. Sollte eigentlich kein Problem sein für mich. Ist es auch nicht. Sehr gut. Ja, es kommt immer mehr dazu. Irgendwie ist aber kein guter Stichschaden dabei, so höchstens er. Weiß ich nicht. Schick mal halt die mit rein, was soll's. Gut, dass wir jetzt alles abgewehrt haben. Jetzt haben wir die Yozora hin. Und können es noch ein paar Worker gönnen. Einen kriegen wir noch rein. Mal gucken, was das bringt. Ich bräuchte wirklich hier noch einen, irgendwie so ein Mittelfeld, was Stichschaden macht. Das wäre nicht verkehrt. Bin auf jeden Fall ganz schnell down gewesen. Ich könnte durchkommen. Hier ist auf jeden Fall gut. Mir wird es eng. Das könnten sie blocken. Ja. Aber die machen das jetzt weg. Das ist gut. Könnten auf 15 nochmal gehen. 15 wäre gut. DAX aufwerten. Ich könnte noch einen DAX hinstellen, so. Ich meine, wäre an sich kein Problem. Ich habe gute Tanks.
Ich habe guten, guten magischen Schaden, guten Aufprallschaden. Stichschaden ist da hinten. Ja. Die schläft im Körbchen. Wieder mit, er hat aber ordentlich geschickt schon wieder. Ach, schon wirklich gute Tanks. Mir lebt er immer noch. Ich block das alles ab. Den haben wir rein. Belagerungsmaschine. Ach hier, kämpft er noch mit ein. Ja, manchmal ist die Katze auf meinem Arm und dann wird ihr kuscheln. Und dann schläft sie auch dort. Aber jetzt gerade schläft man in seinem Körbchen. So. Pyros sind auf jeden Fall gut am Start. Ich stelle hier drüben noch einen Dachs hin. Dann ist es relativ ausgeglichen. Eine Belagerungsmaschine und zwei Dinos mit rein. Ja, sollte eigentlich klar gehen. Machen wir noch eine Hexe für den Stichschaden. Schon wieder 320. Holy shit. Die Frontline ist gut down gegangen. Genauso wollte ich das sehen. Da ist Priesterin da. Die heilen sich gegen und haben Arkane Verteidigung. Das ist natürlich nicht so schön. Dadurch konnte er es blocken. Ich blocke auch. Ich weiß nicht, viel magischen Schaden. Naja, okay, dann gehen wir mal auf die 17 oder so. Ich glaube, auf der 17 wäre schon okay. Oh, jetzt haben wir die Seeschlange mal raus. 17. Macht 17 Sinn? Lass mich mal schauen. Ja, 16 ist kacke. Die haben doch ganz gut magischen Schaden. Die 18 ist nicht verkehrt. Außer dem magischen Schaden halt, der hier ist. Und da. Wir könnten auf die 17 gehen. Sind wir jetzt mal so kurze Sens. Machen die aber auch nicht anders aktuell. Wirklich viel gewinnen die dazu, aber nicht. Ich block hier übelst viel ab. So, wir könnten die übliche Dreieinigkeit reinknallen. Und dann brauchen wir eigentlich gar nichts. So. Die kacken alle durch Stich ab, außer er. Gucken, vielleicht kriege ich noch was Dickes zusammen irgendwie. Ja, weiß ich jetzt nicht. Hier noch einen hin. So. Ich werte erstmal die auf. Pack ich da noch einen hin.
Ja, der war gut. Zentaur. Schnecke rein. Zentaur, unheimlich wichtig. Ja, hier komme ich gut durch diesmal. Das war nice. Jo. Das ist gut. Ich werde auch blocken. Ja, habe ich schon gesehen. Das war's. Victory. Sehr gut. Ein guter Send macht das Game aus manchmal. Wenn die auf einer Welle schwach sind. Das war's mit der weiteren Runde von Legion. Schaut doch gern bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Kingsguard Fiesta Combo haben wir zusammen gespielt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.